Schön, dass du da bist zu einer Sneak Peek von Diamond Art Lab und zwar einer ganz besonderen. Es ist eine Midweek, also ein unter der Woche Release. Das sind immer ganz spezielle Sachen. Normalerweise kommen die Sachen ja samstags raus bei Diamond Art Lab. Und dieses hier erscheint am 20. März 2024 um 18 Uhr für alle. Ja, Infos dazu in der Videobeschreibung und auch der Link. Es ist ein Mystery. Yay! Das heißt, wir wissen nicht, was es ist. Nur, dass es eckig ist, ist klar bei einem Mystery. Und das ist ein Bild von Anne Stokes ist und es sich mit dem Thema Fantasy und zwar ganz im Speziellen Drachen beschäftigt. 99 cm mal 70 cm und es ist das Mystery Nummer 55 von Diamond Art Lab. Wow! Danke Diamond Art Lab, dass ich euch das zeigen darf. Ich bin aufgeregt. Keine Angst, wir spoilern nicht. Das heißt, ich zeige euch nicht die ganze Leinwand. Ich zeige euch so ein bisschen, für die, die es noch nicht wissen, wie so eine Mystery-Leinwand bei Diamond Art Lab aussieht. Und wir schauen uns die Farben an. Aber das Bild an sich, auch wenn man das nicht erkennen kann meistens, zeige ich euch nicht. Also nicht die ganze Leinwand auf einmal. Ich möchte niemanden spoilen, weil manches ist wie mit den 3D-Bildern früher. Manche erkennen das besser, manche schlechter. Wobei sich damit Art Lab da sehr Mühe gibt, das Geheimnis auch für einen, wenn man paintet, nicht zu versauen. Hier ist auch nochmal das kleine Infozettelchen, das immer drin ist, wo auch drin steht, dass du es bitte einfach nicht irgendwie in Facebook-Gruppen posten sollst, ohne Spoilerwarnung. Und schon gar nicht in der VIP-Gruppe von Diamond Art Lab. Es gibt eine extra Mystery Diamond Art Lab Facebook-Gruppe, wo man hier diese Bilder auch teilen kann in den Kommentaren unter Post, also auch, dass auch da keiner ungewollt gespoilert wird. Aber zum Beispiel, wenn du dich interessierst dafür, was welches Bild was ist und wie es fertig aussieht von Mysteries zum Beispiel, die du nicht bekommen hast oder so, dann kannst du da gerne mal reingucken. Da wird auch oft spekuliert, was das sein könnte jeweils. Auch da, wenn du da ein bisschen sicher gehen willst und denkst, so, was könnte es denn sein, bevor ich es kaufe, dann schau da mal rein in die Gruppe. Die spekulieren darum. Ich werde hier nicht rumspekulieren. Ich werde es mir nämlich auch nicht ganz angucken. Ich will mir die Überraschung auch nicht versauen. Ja, dann haben wir hier unseren kleinen Sticker. Den mache ich mit draußen auf die Box drauf. Den kann man sich aber wie immer auch in sein Journal kleben. Und hier haben wir unser Toolkit. Auch da schauen wir mal ganz hurtig rein. Haben wir wie immer alles, ne? Also wir haben da wie immer einen Stift drin, der in diesem Fall ein hübsches Hellblau hat mit unserem Halti dabei. Wir haben wie immer unsere Zipptütchen, ein Schiffchen mit einem Stopper, herzförmiges Döschen mit Wachs drin und einen kleinen Makaron als Coverminder und eine spitze Pinzette, weil wegen ist ja ein eckiges Kit. Und weil es so schön ist, haben wir auch noch Washi-Tape. Das ist ein bisschen herbstlich hier. Finde ich aber sehr hübsch. Sehr schön. Sehr schön. Ich mag Washi. Ich stehe auf Washi-Tape. Kann man auch zum Basteln nutzen oder zum Journalen oder was auch immer. Und hier haben wir das Bild. Und wie immer haben wir unsere schöne Tarpaulin-Leinwand und unsere abgesteppten Ränder. Hier können wir schon mal gucken. So kommt es nämlich daher. Das ist die Legende, die wir uns gleich auch nochmal auf dem Stickersheet angucken. Und die ist halt in Schwarz-Weiß. Das heißt, du siehst zwar, welche DMC-Nummer es hat, aber wenn du die nicht alle auswendig im Kopf hast, hast du halt keinen Farbbezug. Das führt dazu, dass die Mystery-Bilder bei mir zumindest alle ein bisschen länger dauern. Ich ein bisschen länger brauche, um sie zu painten. Aber es auch ganz speziellen Reiz hat. Oh, wir haben viele Farben. Hier ist nochmal unser Informationsblättchen, ne? Da steht alles drin, was man so wissen muss oder nicht wissen muss. Ist auch ein Rabattcode drin. Für deine allererste Bestellung kannst du meinen nutzen. Sparst du 15% oder unten ist nochmal so ein Link in der Videobeschreibung. Auch da kannst du mal drüber gehen. Manchmal hat Diamond Art Lab Rabattaktion für Erstbesteller. Das kann bis zu 25% geben. Schau einfach mal rein, unten über den Link. Haha, wir haben unsere Farben. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Und hier ist das Stickersheet 2. Das heißt, wir haben mehr als 67 Farben an Stokes. Und auch hier werden wir nicht gespoilert, was es ist. Wir wissen eben nur, wie groß es ist. Und auch der Name, wie das Kit im Original heißt, steht hier nicht, sondern nur Fantasy Dragon. Damit du das Thema ungefähr zuordnen kannst. Das finde ich auch gut. So, und hier alles schwarz-weiß. Das sind die Symbole. Mein Tipp, Diamond Art Lab gibt sich zwar Mühe, dass du nicht einen Fall nach links, einen nach oben, einen nach rechts. Das ist zwar früher, vor allem bei Mysteries,
die ersten, da war das war furchtbar. Da musst du aufpassen wie ein Schießhund, dass du die nicht, dass du die Kästchen auch immer richtig rum hast und das Bild und, oh Gott. Aber haben wir hier nicht. Auch so Sachen wie die 9 oder die 6, die falsch rum gelesen werden könnte, hat man hier nicht mit drin. Da achten die gerade bei den Mysteries mittlerweile sehr drauf. Bei manchen Sachen finde ich es trotzdem schwierig. Man muss sich mehr anstrengen. Ne? Und hier auch nochmal. Können wir mal kurz gucken. Wir haben 4 ABs. 1, 2, 3, 4. Die 141 ist auf jeden Fall der weiße AB, das weiß ich. Und 310, also schwarz, haben wir zum Beispiel auch. Nicht als AB, aber eben schwarz. Und wir haben Fairy Dust Diamonds mit drin. 3 Stück. Das mit dem Z. Das sind Fairy Dust Diamonds. Davon 3. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Und auch die ABs und auch die Farben im Allgemeinen gucken wir uns hier gleich mal an, aber erst möchte ich einen Blick auf die Leinwand werfen mit euch, damit ihr mal ungefähr wisst, wie sich das so tut. Viele verschiedene Farben sind, wie zum Beispiel hier, viele verschiedene Symbole. Da muss man sich wirklich anstrengen, um das zu machen. Ich mache bei diesen Mysteries mir kleinere Felder, als ich es bei anderen Bildern machen würde und weiß einfach, dass ich für so ein Mystery-Bild länger brauche als für ein normales. Es macht mir aber wahnsinnigen Spaß. Ich liebe Mysteries. Wir schauen uns hier jetzt mal zusammen die Farben an, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann und eine Entscheidung treffen kann, oder? Ich finde das schwierig, ne? Man weiß ja nicht, was für ein Bild es ist. Es ist schwierig. Aber genau darin, finde ich, liegt der Reiz. Und was ich dann nur sagen kann, wenn du den Künstler magst und die Farbpalette dir zusagt und du mal ein Mystery machen möchtest, da Bock drauf hast, dann greif zu, mach's einfach. Ja? So, hier haben wir die Farben. Mal kurz so im Überblick. Ich finde ja immer so zusammen als Farbrange sagt das immer viel aus. Wir haben natürlich viel dunkle Farben, ist Endstocks. Ich meine, was haben wir gedacht? Aber, wow, hier in der Mitte ist ganz schön bunt. Das hätte ich nicht erwartet. Wir schauen sie uns mal alle an. Schwarz. 310, es geht wieder los. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Beutel. Ja, Diamond Art Lab gibt ja mal 20% mehr, also wir werden diese 14 Beutel nicht brauchen, aber ja, das Bild ist auch echt groß. Ich meine, es ist alles Soaks und da ist schwarz und so, ne? Dann geht es mit dunklen Farben weiter und zwar mit der 3371 und die haben wir ganze 6 Mal hier. Das ist ein ganz dunkles Braun. Dann haben wir ein paar graue Töne, die 317, die 414, die 413 zweimal. Dann nochmal so ein Braun, die 3857, die 844 ist wieder so ein Grauton, 938 und hier fängt es ein bisschen farbiger an, hier kommt ein bisschen Blau ins Spiel mit der 336, Bordeaux zweimal mit der 814, Grau 318, Braun und Bordeaux die 3860 und die 154, die 823 ist wieder ein Blauton und hier kommt unser erster AB, yeah, das ist ein grauer AB. Ein AB ist ein Aurora Borealis Steinchen, ne? Da es reflektiert die Lichter nämlich wie die Nordlichter in allen Regenbogenfarben und daher der Name. Und damit kann man tolle Akzente setzen auf dem Bild. Wir schauen uns diesmal leider nicht an, wo es hinkommt. Aber das ist ein cooler AB, den finde ich sehr schön. Die 498, die 156, lila, aha, okay. 451, die 3768. Jetzt wird es gleich ein bisschen bunter. Na, jetzt noch nicht, aber gleich. 3799 zweimal, ein dunkles Grau, ein dunkles Blau mit der 939. Dann die 333 als Lila, die 915, die 803, die 3807, die 839, die 898, die 300 und hier unser Fairy Dust Diamonds. Yay! Fairy Dust Diamonds haben so eine Glitzerbeschichtung. Ist ein bisschen dezenter als die ABs, hat aber wie ja, wie ein Feenstaub, ne? Wie so Glitter drauf und macht ganz tollen, dezenten Effekt. Und da haben wir das hier in hellem Grau. Dann die 792, die 6030, die 841, 6032, 3864 und ein helles Blau mit der 3752. Sehr schön. Interessante Farben.
Ja, interessante Farben. Wir haben hier so ein Altrosa, ein Lila und, oh, ist das ein tolles Blau. Geil. Also die 3240, die 148, die 3843. Dann haben wir hier so ein Roserot mit der 304 und ein Lila Fairy Dust Diamond, die Z3746. Haben wir ein Peachfarben mit der 758, ein ganz helles Blau mit der 828. Die 3830, die 400, die 891 ist dann knalliges Rosarot, 355, 842, 919, so Brauntöne, 433, die 754, also so ein Peachton, 869, 301, die 3842, die 553 und die 600. Und jetzt gibt es jeweils interessante Farben. Echt? 517 und so wenig kleine Beutelchen. Also, ich bin ein bisschen verwirrt. 718. Und hier haben wir unseren nächsten AB, den weißen, die 141. Da ist nicht so viel von da. Und dann haben wir ein kleines Z, wie süß. Noch ein Fairy Dust, die Z783. Das ist so ein Beige. Das habe ich jetzt gerade in einem anderen Bild als Gold. Und das kommt als Gold ganz toll rüber. Also mit diesem Glitter drauf sieht das wirklich aus wie Gold. Großartig. Hoffe, dass es hier auch so eingesetzt ist. 796, die 996, auch nochmal ein Blau. Oh, ein Türkis, 3766. Ein Rosa, 601, die 920. Und nochmal ein türkisfarbener AB, wie cool, die 140. Toll. 3350 und der nächste AB, ja, rosa, eher ins Rötliche gehend, 115. Die 782, die 892, die 676, dann hier so ein Olivfarben, 936, nochmal ein Blau mit der 995, 935, 3722 und die 316 sind dann so ein Rosetöne. Also, ist interessant. Also hier haben wir unsere Farben. Wir haben Rosé, wir haben Blau, wir haben Lila, wir haben Rötliches, wir haben Türkis, Weiß, Altrosa, Hellblau, Grau und dann haben wir ganz viel Lila hier. Ja, und hier wieder so ein Bordeaux-Ton und dann haben wir unsere dunklen Farben mit dem Schwarz und dem dunklen Blau. Sehr interessant. Finde ich wirklich spannend. Finde ich sehr, sehr spannend. Also, das waren unsere 75 Farben, die dieses Kit mitbringt. 99 x 70 cm and Stokes Fantasy Drachen. Und ich bin echt gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du schon ein Mystery Kit gemacht hast. Reizen dich Mystery Kits? Reizt dich dieses hier? Schreib es mir mal in die Kommentare. Was, oder hast du schon mal eins gemacht? Und wie sind deine Erfahrungen? Magst du sie eher nicht? Macht es dir Spaß, daran zu arbeiten oder nicht? Spoilerst du dich? Also versuchst du rauszukriegen, was auf dem Bild drauf ist, bevor du es kaufst oder bevor du es paintest oder nicht? Also ich mache es wirklich so, die Künstler, die ich mag und wenn ich dann noch die Farbpalette mag, darum gucke ich mir zu den Mysteries immer die Sneaks an, wenn mich der Künstler interessiert, dann möglicherweise. Bei manchen Künstlern, bei denen ich mir nicht sicher bin, weil ich nicht alle Bilder von ihnen mag, von demjenigen mag, kann es auch mal sein, dass ich versuche rauszukriegen, was es ist. Das ist auch schon ein, zwei Mal vorgekommen. Und einmal zum Beispiel beim Cheryl Baker Mystery war ich ganz froh, dass ich es rausgefunden habe, was es sein könnte, was es höchstwahrscheinlich ist, nach den Farben und ja, es mir nicht gekauft habe. Aber ansonsten, alle Mysteries, die ich hier habe, weiß ich nicht, was drauf ist. Und das finde ich super, weil ich es liebe, wie sich das dann entwickelt, das Bild. Und jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich es auch gar nicht mehr sehen. Bei den älteren Mysteries ist es ja nicht so mit diesen Farben auf der Leinwand. Und da fiel es mir ganz leicht, das rauszukriegen. Darum habe ich zum Beispiel ein Josephine Wall Mystery hier noch, bei dem mir meine Nachbarin ganz lieb alles mit Release Paper abgeklebt habe, damit ich nicht sehen kann, was ich painte. Mittlerweile weiß ich, was es ist, weil ich jetzt schon ein bisschen dran gepaintet habe, aber man verdirbt sich die Überraschung eben nicht sofort. So mache ich das. Schreib mir mal deine Meinung zu Mysteries in die Videobeschreibung und ja,
Ich meine, wenn du mal so Tipps und Tricks für, wie arbeitet man am besten mit einem Mystery oder wie arbeite ich mit einem Mystery-Bild haben möchtest zu Mysteries, dann schreib mir das in die Kommentare. Vielleicht mache ich da mal eins. Wäre eine Idee, oder? Vielen Dank an Diamond Art Lab, dass ich euch das hier vorab zeigen durfte und ihr so die Möglichkeit habt zu entscheiden, ob ihr morgen zugreifen möchtet oder nicht. Es wird Limited Edition sein, wie immer. Also wenn weg, dann weg. Und N. Stokes, könnte ich mir vorstellen, ist relativ schnell weg. Und dir danke ich fürs Zuschauen. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne auch ein Abo. Kannst auch das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr. Denn ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin passt du gut auf dich auf und bleibst immer super entspannt. Bis dann. See ya!